Herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video werden wir zusammen die Fallstudie Vertrieb, die Sie im Praktikum durchgeführt haben, analysieren. Insbesondere werden wir uns anschauen, welche Belege erzeugt wurden und welche Buchungen auf den verschiedenen Konten durchgeführt wurden. Für diese Rekapitulation der Fallstudie habe ich im Miroboard wieder einen Bereich angelegt. Den Bereich sehen Sie jetzt auch hier schon im Screen. Und das Erste, was wir uns hier anschauen, ist nochmal die Übersicht über die Belege. Diese Grafik kennen Sie auch schon aus der Vorlesung. Was Sie hier sehen, ist, welche Schritte dazu geführt haben, dass welche Belege angelegt wurden und insbesondere in welchen Modulen diese Belege erzeugt wurden. Also wir sehen zum Beispiel, dass ein Kundenauftrag anlegen, Kundenauftragsbeleg angelegt hat und dass der sich auf das Modul SD bezieht. Dahingegen hat das Ändern von einer Auslieferung, wir haben da den Warenausgang gebucht, dazu geführt, dass ein Warenausgangsbeleg im MM sowie eine Warenausgangsbuchung im Modul FI erzeugt wurde. Was Sie hier auch sehen, ist, dass nicht jeder Schritt, den Sie durchgeführt haben, zu einem Beleg geführt hat. Zum einen haben Sie zum Beispiel einen Debitor angelegt. Der Debitor ist ein Stammdatum, taucht also hier in der Übersicht der Belege, ja, die Belege sind ja unsere Bewegungsdaten, nicht auf. Außerdem gab es eine Reihe von Schritten, in denen Sie sich immer Daten angeschaut haben. Zum Beispiel haben Sie regelmäßig mit der Transaktion MMBE den aktuellen Materialbestand angesehen. Auch diese Schritte tauchen hier nicht auf. Aus dem Grund ist die Übersicht der Schritte, die dazu geführt haben, dass ein Beleg erzeugt wurde, deutlich geringer als die Anzahl der Schritte, die wir im Praktikum durchgeführt haben. An der Stelle hier auch nochmal der Hinweis, dass der Kundenauftragsprozess nicht immer zwingend erfordert, dass zuerst eine Anfrage, dann ein Angebot und dann ein Kundenauftrag angelegt wird. Stattdessen können Sie an verschiedenen Stellen in den Prozess einsteigen. Es kann zum Beispiel mehrere Angebote geben oder es kann natürlich auch dazu führen, dass ein Angebot nicht angenommen wird und deshalb am Ende kein Kundenauftrag existiert. Und der erste Schritt im SAP-System ist, dass wir den Beleg suchen, den wir jetzt analysieren. Dazu verwende ich die Transaktion VA03 für das Anzeigen von einem Kundenauftrag. Den Beleg, den ich verwenden werde im Folgenden, das ist der Beleg mit der Nummer 5. Das ist ein Kundenauftrag, den ich angelegt habe. In dem Moment, wo ich das hier mit Enter bestätige, das kennen Sie schon, landen wir im Ansicht des Terminauftrags und sehen hier die Positionsübersicht. Bevor wir jetzt diesen Beleg weiter analysieren, werden wir uns zuerst den Belegfluss anschauen. Zum Belegfluss können Sie zum Beispiel mit diesem Icon navigieren oder auch über die Taste F5. Wenn wir hierhin navigieren, landen wir im Belegfluss zu einer Position. Als Erstes klicke ich jetzt hier auf Belegfluss Sicht Kopf und wir schauen uns die Kopfübersicht des Belegs an. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen die verschiedenen Belege, die in diesem Kundenauftragsprozess, in dem Fall durch mich, erzeugt wurden. Ja, wir sehen, in diesem Fall wurde zuerst durch mich eine Anfrage mit einer bestimmten Nummer, in diesem Fall ist das die Nummer mit der 01 am Ende, erzeugt. Auf diese Anfrage hin wurde ein Angebot angelegt, basierend auf dieser Anfrage. Aus diesem Angebot ist dann ein Terminauftrag erzeugt worden. Zu diesem Terminauftrag wurde eine Auslieferung angelegt. Und so geht das weiter, bis wir zu dem Punkt der Faktorierung und schlussendlich auch dem Buchen des Zahlungseingangs sind. Das Buchen des Zahlungseingangs erkennen wir an dieser Stelle daran, dass dieser Beleg ausgeziffert ist. Das ist die Kopfsicht des Belegflusses. Wenn wir jetzt über Belegfluss, über die Sicht zur Position wechseln, sehen wir, das wird deutlich komplexer. Wir sehen jetzt nämlich zusätzlich zu der Auftragsnummer, die wir hier erkennen, auch noch, um welche Position es sich handelt.
Wir sehen jetzt insbesondere, dass in diesem Beispiel, das wir durchgeführt haben, das alles sehr einfach war. Aus den Position 10 der Anfrage wurde die Position 10 des Angebots, wurde die Position 10 des Auftrags und so weiter. Genauso sehen wir, dass das für die Position 20 war. Auch in der Position 20 wurde aus der Anfrageposition 20 die Angebotsposition 20 und so weiter. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Zum Beispiel könnte ein Angebot auch 5 Positionen enthalten, der Auftrag am Ende nur 3. Und wenn jetzt zufällig die ersten beiden Positionen nicht angenommen wurden, ja, dann würde zum Beispiel aus der Position 30 des Angebotes dann die Position 10 im Auftrag. Das würden Sie dann hier im Belegfluss erkennen, indem hier in der Angebotsposition eine andere Nummer stehen würde als in der Auftragsposition. Eine sehr schöne Funktion, die jetzt dieser Belegfluss hat, ist, dass wir von hier aus jeden Beleg öffnen und analysieren können. Ich kann zum Beispiel hier diesen Angebotsbeleg, Position 10, Angebotsbelegsnummer 2, viele Nullen und die 1, auswählen und dann auf Beleg anzeigen klicken und ich lande direkt in dem entsprechenden Angebotsbeleg. Mit, zurück oder F3 lande ich dann wieder in der Belegübersicht. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für eine Warenauslieferung. Das Beleg, auch da kann ich den entsprechenden Beleg im Belegfluss anwählen und durch Beleg anzeigen direkt zum entsprechenden Materialbeleg navigieren. So, diese Funktion werden wir jetzt im Rahmen von der Analyse der Fallstudie sehr häufig nutzen. Ich schalte wieder auf die Kopfsicht um, die ist etwas übersichtlicher. Und wir starten jetzt damit, dass wir uns den eigentlichen Terminauftrag ansehen. Was schauen wir uns im Terminauftrag an? Im Terminauftrag schauen wir uns nochmal zwei Dinge an, nämlich zum einen die Konditionen und zum anderen die Terminierung. Wir nehmen zur Analyse der Konditionen die Position 10. Ich klicke hier auf die Konditionssicht und Sie sehen jetzt das Rechenblatt, das Sie mittlerweile schon häufiger gesehen haben, in dem wir eben verschiedene Konditionsarten haben mit den zugeordneten Beträgen und dann der daraus errechnete Konditionswert. Neben dem Preis, Konditionsart PR00, gibt es jetzt hier eine Reihe von weiteren Konditionsarten, die Sie gepflegt haben. Es gab hier zum Beispiel einen Materialrabatt und einen prozentualen Rabatt. Interessant, worauf ich jetzt hier eingehen will, ist aber die Konditionsart Verrechnungspreis. Der Verrechnungspreis für das Fahrrad DXTR 1000 ist die 1400 US-Dollar. Wo kommt dieser Verrechnungspreis her? Der Verrechnungspreis stammt aus den Stammdaten des Materials. Deshalb wechseln wir jetzt die Transaktion. Ich wechsle in die Transaktion MM03 zum Anzeigen von einem Material. Und da schauen wir uns für das Material DXTR 1000 die Buchhaltungsdaten an. Um das zu tun, müssen wir die entsprechenden Organisationsebene auswählen. Das war in diesem Fall das Werk in Miami. Und wir sehen jetzt, dass in den Buchhaltungsdaten 1, die hier geöffnet sind, wir verschiedene Bereiche haben, unter anderem aber auch den Bereich mit der aktuellen Bewertung des Materials. In diesem Bereich gibt es verschiedene Informationen, zum Beispiel die Preissteuerung. Da werden wir insbesondere näher drauf eingehen, wenn wir uns mit dem Modul Materialwirtschaft beschäftigen. Aber wir sehen auch, dass es jetzt hier einen Preis gibt, der sogenannte Standardpreis. Die Preissteuerung steht hier auf S für Standardpreis und der ist 1400 US-Dollar. Und das sind genau die 1400 US-Dollar, die im Verrechnungspreis verwendet wurden. Wechseln wir wieder zurück zu unserem Auftrag. Das nächste, was wir uns jetzt anschauen, ist die Berechnung der verschiedenen Daten im Rahmen des Versandes. Das Spannende ist jetzt, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, den werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Deshalb sieht es bei mir etwas anders aus, wie es bei Ihnen aussehen wird. Aber das ist eigentlich ganz schön, weil da kann ich Ihnen eben noch eine Eigenschaft zeigen. So.
Ich klicke jetzt hier auf die Position und in der Position gehen wir auf die Einteilung und hier erkennen Sie schon den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe nämlich das Lieferdatum zu nah am Tagesdatum gewählt. Eigentlich hätte ich ein Lieferdatum in einem Monat wählen müssen. Das wäre der 24.10. in meinem Fall gewesen. Das habe ich versehentlich nicht gemacht. Deshalb wurde hier eine Einteilung erstellt mit einem Lieferdatum vom 2.10. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass das Lieferdatum vom 24.09. nicht gehalten werden konnte. Ja, und dass wir wissen, falls das Lieferdatum nicht gehalten werden kann, erfolgt eine Vorwärtsterminierung und es wird ein neues Lieferdatum berechnet. Das Lieferdatum für meine Position, das mögliche, wäre jetzt der 2.10. gewesen. Wir nehmen jetzt diese Einteilung, die zweite Einteilung, die eine bestätigte Menge von 5 Stück hat, also genau die Bestellmenge, und analysieren anhand derer, was bei der Berechnung der verschiedenen Daten passiert ist. Nur dazu wählen wir die Position aus, klicken hier auf Versand und dann landen wir bei den verschiedenen Daten. Wir sehen das, was wir auch schon in der Vorlesung gesehen haben. Es gibt hier ein Lieferdatum, daraus wurden Warenausgangsdatum, ein Ladedatum, ein Materialbereitstellungs- und ein Transportdispo-Datum berechnet. Wir haben in der Vorlesung gesehen, welche Werte eingehen in diese Berechnung. Die spannende Frage ist jetzt, wo kommen diese Werte her? Und diese Werte werden anhand der Versandstelle und der ermittelten Transportroute berechnet. Die Versandstelle für unseren Beleg ist die Versandstelle Miami. Ich wechsle ihn jetzt in eine andere Transaktion, die müssen Sie sich nicht merken. Da sind die Werte hinterlegt, die zur Berechnung der Daten, die von der Versandstelle abhängen, verwendet werden. Die Transaktion dazu ist die OVLZ. Sie sehen, hier gibt es jetzt verschiedene Versandstellen. Ich wähle die Versandstelle Miami aus. Und für die Versandstelle Miami ist eine Ladezeit von einem Tag und eine Richtzeit von 3 Tagen hinterlegt. Das heißt, das Verladen von Material bei dieser Verladestelle dauert 1 Tag. Das notwendige Vorbereitung für das Verladen sind 3 Tage. Wir wissen aber, dass wir noch weitere Zeiten benötigen, um die komplette Rückwärtsterminierung durchzuführen. Wir benötigen nämlich noch die Transitdauer und die Transportvorlaufdauer. Und diese Werte sind abhängig von der ermittelten Route gepflegt. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Beleg. So. Jetzt navigiere mal wieder zur Position. In der Einteilung. Wir sehen hier, dass für diesen Beleg die Nordroute ermittelt wurde. Und die Customizing oder die Einstellungsdaten zu der Nordroute, die finden wir in der Transaktion 0VTC. Nämlich genau hier für die Nordroute sind zum einen die Transitdauer von 2 Tagen und die Transportdispositionsvorlaufdauer von 5 Tagen hinterlegt. So, und mit diesem Wissen der in der Versandstelle und der Route hinterlegten Zeitdauern können wir jetzt die Daten berechnen, die hier in diesem Beleg ermittelt wurden. So, die Transitdauer, die hinterlegt war, in unserem Beispiel oder in unserem System sind 2 Tage. Das heißt, vom Wunschlieferdatum müssen wir 2 Tage abziehen. Vom 2.10. landen wir beim 1.10. und noch einen Tag abziehen, dann sind wir beim 30.09. Also das Warenausgangsdatum, das sich daraus ergibt, ist der 30.09.2020. Dann hatten wir gesehen, dass die Ladezeit 1 Tag ist. Das heißt, damit ergibt sich ein Ladedatum vom 29.09.2020. Die Richtzeit, die benötigt wird, um die Waren für den Transport vorzubereiten, die war mit 3 Tagen angegeben im Customizing.
Das heißt, aus der Richtzeit landen wir bei einem Materialbereitstellungsdatum vom 28., 27., 26., 9. Und dann hatten wir noch die Transportdispositionsvorlaufzeit, die ist mit 5 Tagen angegeben. Und vom Ladedatum, wenn wir jetzt die Transportdispositionszeit subtrahieren, landen wir eben jetzt beim 24.09.2020. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind das genau die Daten, die wir auch in dem Beleg wiederfinden. Merken wir uns mal das Materialbereitstellungsdatum, das ist der 26.09.2020. Ich wechsle nochmal aufs SAP-System und wir sehen auch hier, das Materialbereitstellungsdatum ist der 26.09.2020. Also damit haben wir gesehen, die Berechnung der verschiedenen Daten kennen Sie und wir haben jetzt noch analysiert, woher kommen die Werte, die für die Berechnung notwendig sind. Die sind nämlich zum einen zur Versandstelle hinterlegt und zum anderen zur Route, jeweils in den Einstellungen im Customizing des Systems. So, damit wechseln wir jetzt wieder in die Belegübersicht. Wir haben jetzt analysiert, wo kommen die Daten im Auftrag her, wo kommen bestimmte Konditionen im Auftrag her. So, damit haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, was die ersten 3 Schritte hier in unserem Prozess betrifft. Auch das Auslieferung, Anlegen und Kommissionierung, Pflegen, das haben wir so im Vorbeigehen auch gesehen. Was jetzt spannend ist noch und was ich in den nächsten Schritten mit Ihnen machen werde, sind diese 3 Schritte anzuschauen und im Detail zu analysieren. Warum? Alle diese Schritte haben eine Auswirkung aufs Finanzwesen. Hier gibt es Buchungen auf irgendwelche Konten. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden das folgendermaßen machen. Ich habe das hier vorbereitet. Wir werden uns den Beleg im SAP-System angucken und danach immer parallel hier in dieser Sicht von einer Reihe von T-Konten pflegen, was wir im SAP-System gesehen haben. Als Ergebnis davon werden wir dann hinterher eine Sicht haben der Kontenbewegungen, die durch diesen Kundenauftragsprozess ausgelöst wurden. Okay, wechseln wir wieder in das SAP-System. Als erstes schauen wir uns jetzt den Warenausgang an. Der Warenausgang ist dieser Beleg. Mit dem Button Beleg anzeigen landen wir jetzt als erstes beim Materialbeleg. Was sehen wir bei dem Materialbeleg? Bei dem Materialbeleg sehen wir zum einen, dass er aus 2 Positionen besteht, Position 1 und Position 2. Die enthalten die beiden Fahrräder, nämlich das Deluxe Touring Bike in Schwarz und das Profi Touring Bike in einer bestimmten Menge. Außerdem erkennen wir dann diesem Minus hier, dass es sich um Warenausgang handelt. Waren haben das Werk verlassen. Und es gibt hier eine sogenannte Bewegungsart. Die werden wir jetzt erstmal noch ignorieren. Die schauen wir uns im Detail an, sobald wir uns mit der Materialwirtschaft beschäftigen, aber auch diese Warenbewegungsnummer, die stellt dar, dass es hier um einen Warenausgang handelt. Dieser Materialbeleg dokumentiert die Warenbewegungen im MM. Dieser Materialbeleg ist aber zusätzlich noch mit Rechnungswesenbelegen, also mit FI-Belegen verknüpft. Wenn wir diesen Knopf klicken, halten wir ein kleines Pop-up. Hier sehen wir, dass im FI 2 Arten von Belegen erzeugt wurden, nämlich zum einen wurde ein Buchhaltungsbeleg, zum anderen ein Kostenrechnungsbeleg erzeugt. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit dem Buchhaltungsbeleg, den Kostenrechnungsbeleg ignorieren wir jetzt erstmal. Ich wähle also diesen Beleg aus und jetzt sind wir in der Ansicht eines Buchhaltungsbelegs. Dieser Buchhaltungsbeleg, den wir hier sehen, der besteht aus 4 Positionen, Position 1 bis 4.
Diese Positionen haben unterschiedliche Buchungsschlüssel. Die Buchungsschlüssel geben an, um welche Art von einer Buchung es sich bei der einzelnen Position handelt. Die beziehen sich immer auf ein Konto und haben natürlich einen bestimmten Betrag. So, hier erkennen, alle Buchungen, die mit einem Minus enden, sind immer Habenbuchungen. Dementsprechend sind die anderen beiden Buchungen, die wir hier sehen, Sollbuchungen. Das Ganze sehen wir auch, wenn wir uns diesen Buchungsschlüssel genauer angucken. Das kann man sehr schön über die F4-Hilfe machen. Schauen wir uns mal den Buchungsschlüssel 99 an. Den finden wir ganz am Ende. Und wir erkennen bei dem Buchungsschlüssel 99 hier, ja, es handelt sich um eine Habenbuchung auf ein Materialkonto. Und ist bezeichnet mit Abgang Bestand. Außerdem sehen wir hier auch die 81, die finden wir auch hier in unserem Beleg. Bei der 81 handelt es sich um eine Sollbuchung auf irgendein Sachkonto. Was wir jetzt sehen an diesem Beleg ist, dass jeweils diese beiden Buchungen zusammengehören. Das ist immer die Soll- und Habenbuchung für eine der beiden Positionen in unserem Kundenauftrag und die wir dann auch im Materialbeleg gesehen haben. Es gibt hier jetzt außerdem noch die Möglichkeit, von der Erfassungssicht, die wir gerade haben, in die Hauptbuchsicht zu wechseln. Das tue ich jetzt mal. Da ändert sich nicht so richtig viel. Insbesondere bleiben die Buchungspositionen und die Konten gleich. Das liegt daran, dass wir im aktuellen Fall ausschließlich auf Hauptbuchkonten gebucht haben. So. So, und diese Buchungen übertragen wir jetzt in die T-Kontensicht. Was müssen wir dafür tun? Wir sehen, dass auf das Konto 200-100 eine Habenbuchung von 7.000 Dollar gibt und auf das Konto 780.000 der Herstellungskosten eine Sollbuchung von 7.000 US-Dollar. Und dann gibt es noch eine entsprechende jeweils zu 3.000 US-Dollar für das zweite Fahrrad. Und das Ganze übertragen wir jetzt. Fangen wir eben mit der Habenbuchung an. Die Habenbuchung landet auf dem Konto mit der Nummer 200-100. Dort haben wir zwei Buchungen, einmal zu 7.000 und einmal zu 3.000 US-Dollar. Und das entsprechende Konto, auf dem die Sollbuchung erfolgt, ist das Konto der Herstellungskosten. Das enthält jetzt eben auch zwei Buchungen. Und ich sehe gerade, da habe ich eine falsche Nummer hinterlegt. Das korrigieren wir jetzt gleich auch mal. Also damit haben wir jetzt den ersten Schritt, der hier mit der kleinen 1 jetzt markiert ist, in der Analyse der Buchungen abgeschlossen. Also dieser erste Schritt hier ist jetzt eben durch diese vier Buchungen, die hier jetzt eben auch jeweils mit einer kleinen 1 markiert sind, auf den Konten repräsentiert. Das nächste, was wir uns anschauen, ist jetzt der Schritt des Anlegens der Faktura, also dieser hier. Dazu, wie gehen wir jetzt wieder zurück in die Übersicht des Belegs, in die Belegübersicht und wählen den Rechnungsbeleg aus. Klicken auf Beleg anzeigen und landen jetzt in der Sicht des Rechnungsbeleges, also der Faktura. Was wir hier jetzt wieder sehen, dieser Beleg enthält auch natürlich, wie das zu erwarten ist, wieder zwei Positionen, nämlich eine Position für die Deluxe Touring Bikes schwarz und eine Position für die Profi Touring Bikes. Über den Knopf Rechnungswesenbelege können wir jetzt wieder die entsprechenden Buchhaltungsbelege auswählen. Auch das tun wir jetzt hier. Ich wähle den Buchhaltungsbeleg aus und wir landen jetzt bei einem Beleg, der deutlich komplexer aussieht. Ja, dieser Beleg hat jetzt nicht mehr eine, sondern der hat 6 Positionen. Wir sehen zum einen, dass es eine Buchung auf dem Nebenbuchkonto von The Bike Zone gibt und dann abhängig davon, welche Rabatte in den einzelnen Belegen gepflegt wurden, zwei oder drei Buchungen
für die einzelnen Positionen. Also wir sehen hier die 15.000 US-Dollar plus diese beiden Positionen beziehen sich auf das Deluxe Touring Bike, also auf die erste Position in unserem Kundenauftrag. Da hatten wir zwei Varianten von einem Rabatt gepflegt. Und diese beiden Positionen beziehen sich auf das andere Bike. Da hatten wir nur einen Rabatt gepflegt. So. Ich habe gerade schon mal erwähnt, dass hier eine Buchung auf ein Nebenbuchkonto von The Bike Zone erfolgt ist. Wenn wir hier auf die Hauptbuchsicht klicken, sehen wir auch, wie die entsprechenden Buchungen im Hauptbuch aussehen. Die sehen nämlich so aus, dass dieser untere Bereich, die Konten gleich geblieben sind. Und wir jetzt hier außerdem noch sehen, dass das Hauptbuchkonto 110.000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entsprechend gebucht wurde. So, ich wechsle zurück zur Erfassungssicht und auch diesen, ja, auch diesen Beleg übertragen wir jetzt wieder in unsere T-Konten. Wir haben zum einen gesehen, dass es eine Sollbuchung auf das Nebenbuchkonto von The Bike Zone gab und der entsprechende Betrag waren 20.092,50 Dollar. Außerdem haben Buchungen auf dem Konto Verkaufserlöse. Da gab es nämlich zum einen die 15.000 US-Dollar, die aus der einen Position und die 6.400 US-Dollar, die aus der zweiten Position resultierten. Wir haben dann noch gesehen, dass zu diesen Buchungen es außerdem noch Buchungen auf das Konto für Erlösschmälerungen gab. Und das waren drei Stück. Das waren nämlich die Buchungen von 250 US-Dollar, 737 US-Dollar 50 für die erste Position sowie 320 US-Dollar für die zweite Position. So, und was wir auch gesehen haben bei der Überführung oder bei dem Wechsel von der Erfassungssicht zu der Hauptbuchsicht, dass zusätzlich zu dem Nebenbuchkonto von The Bike Zone auch das Hauptbuchkonto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebucht wurde mit dem gleichen Betrag. Und auch hier handelt es sich um eine Sollbuchung. Also hier haben wir nochmal 20.092,50 Euro. Und damit haben wir jetzt auch den zweiten Schritt, der Auswirkungen aufs Finanzwesen hat, in die T-Kontensicht übertragen. Ich habe das hier jetzt nochmal mit so einer kleinen 2 markiert und Sie sehen, alles, was hier diese kleine 2 hat, sind Buchungen, die durch diesen Schritt oder durch diesen Buchungsbeleg ausgelöst wurden. Was an der Stelle jetzt noch offen ist, ist die Frage, woher kommt die Info, dass das Nebenbuchkonto The Bike Zone gebucht wurde? Das ist eigentlich klar, weil wir haben natürlich den Debitor The Bike Zone verwendet. Damit ist auch klar, dass ein Nebenbuchkonto gebucht wurde. Die zweite Frage ist, woher kommt diese Info, dass gleichzeitig auch dieses Hauptbuchkonto gebucht wurde? Das haben Sie beim Durchführen der Fallstudie sogar einmal kurz gesehen. Da können Sie sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Ich wechsle jetzt nochmal in die Sicht von zur Ansicht von einem Debitor. Wir schauen uns jetzt erstmal nur die Buchungskreisdaten an. Und wenn wir hier auf die Buchungskreisdaten klicken, finden Sie im Bereich Kontoführung als erstes den Eintrag des Abstimmkontos. Und das ist genau dieses Konto, das auch im Hauptbuch gebucht wurde. Also im Debitor ist hinterlegt, welches Abstimmkonto verwendet wird. Das Abstimmkonto hat die Funktion, dass automatisch alle Buchungen des Nebenbuchs auch ins Hauptbuch überführt werden. Also wann immer ein Nebenbuchkonto gebucht wird, wird in SAP ERP auch immer das Hauptbuch mit bebucht. Details dazu schauen wir uns nochmal an, wenn wir uns mit dem Finanzwesen beschäftigen. An der Stelle aber für Sie die Info, wo kommt das her, dass das System weiß, dass auch dieses Hauptbuchkonto bebucht werden muss. Und damit fehlt uns jetzt in unserer Prozessübersicht hier nur noch ein Schritt, nämlich dieser hier, das Buchen des Zahlungseingangs. Der einfachste Weg zum Finden dieser Buchungen ist im Nebenbuchkonto des
Debitors von the Bike Zone. Dazu navigieren wir im Rechnungswesen, ins Finanzwesen. Dort gibt es die Debitoren, Konten, die Saldenanzeige für den Debitor, der Teil des Belegs ist, den wir gerade analysiert haben, das ist die 25002. Es geht um das Geschäftsjahr 2020. Und wenn wir diese Transaktion ausführen, dann sehen wir alle Buchungen, die hier erfolgt sind. Jetzt habe ich natürlich diesen Prozess genau an einem Monatsübergang durchgeführt. Das heißt, die Sollbuchungen sind im Monat September, die Habenbuchungen im Monat Oktober gebucht. Das heißt, wir werden die beiden Buchungen jetzt leider nicht zusammen sehen. Ich mache hier mal einen Doppelklick auf die Sollbuchungen. Dann sehen wir hier eben den Rechnungsbeleg. Wenn Sie sich gerade an die Nummer erinnern, die 9, ganz viele Nullen und die 3, das war auch die, die wir in der Belegübersicht gesehen haben. Und der entsprechende Zahlungseingang, den finden wir in der Periode 10. Hier ist jetzt am 1.10. ist ein Zahlungseingang für diesen Debitor gebucht worden, über den, genau den Betrag. Ich wähle diesen Beleg jetzt aus und klicke hier auf die Beleganzeigen. Und gucken uns mal die Belegübersicht an. Und jetzt sind wir in dem entsprechenden Beleg, der jetzt den Zahlungseingang darstellt. Ja, wir sehen hier, es gibt jetzt eine Buchung, eine Habenbuchung auf dem Nebenbuchkonto von The Bike Zone, eine Sollbuchung auf dem Bankkonto. Sie wissen, das ist das Nebenbuch. Über die Hauptbuchsicht sehen wir das entsprechende Hauptbuchkonto, das bebucht wurde. Und genau diesen Beleg überführen wir jetzt auch nochmal in unsere T-Kontensicht. Also, diese Buchung führt zu drei Buchungen. Zum einen wird das Nebenbuch des Debitors ausgeglichen. Dann gibt es die entsprechende Habenbuchung auf dem Hauptbuchkonto, auf dem zugehörigen Abstimmkonto. Und wir haben außerdem die Sollbuchung auf dem Bankkonto. So, und damit sind wir jetzt am Ende dieses Prozesses angelangt und wir sehen, wie nach den drei Schritten, die wir hier durchgeführt haben, die Auswirkungen auf das Finanzwesen hatten, die Konten im Nebenbuch und im Hauptbuch aussehen. Das Ergebnis ist eben jetzt hier einmal übersichtlich dargestellt. Genauso würden Sie das auch sehen, wenn Sie das jetzt in Ihrem Fall analysieren. So, und jetzt gehen wir noch einmal zurück auf das Debitorenkonto unseres Kunden. Ich möchte Ihnen eine kleine Sache noch zeigen. Jetzt gucken wir uns als erstes nochmal den Fakturabeleg an. Das ist hier die Belegnummer, die mit der 3 endet. Wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann sehen wir hier noch eine interessante Sache, nämlich es gibt hier einen Bereich, der nennt sich Ausgleich. Und in dem Ausgleich finden wir zum einen das Datum, wann der Ausgleich erfolgt ist. Das ist am 1.10. Deswegen ist die Buchung in den nächsten Monat gerutscht. Und den entsprechenden Beleg, den entsprechenden Ausgleichsbeleg. Und das ist genau dieser Beleg, den wir gerade auch gefunden haben, der eben zu dem Ausgleich der Faktura geführt hat. So, damit sind wir jetzt einmal mit der Rekapitulation der Fallstudie durch. Wir haben uns komplett im Detail angesehen, was Sie im Praktikum für die Fallstudie Vertrieb gemacht haben. Wir haben angefangen mit den Belegen, haben uns im Detail den Kundenauftrag und insbesondere die Berechnung der Termine im Kundenauftrag angesehen und dann zum Ende hin die Buchung auf den Konten. Das war's für dieses Video. Auf Wiedersehen und bis bald.